Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne ein Fullface mit einer Marke schminken, die ich eigentlich so ziemlich vernachlässige, wenn ich ehrlich bin. Und zwar ist es die Marke Trended Up. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so ein bisschen ein paar Produkte auszuprobieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe tatsächlich bemerkt, dass ich recht wenig von Trended Up eigentlich da habe, obwohl ich ja auch jährlich den Adventskalender zum Beispiel auspacke und so, ne? Aber irgendwie, naja, also wir starten einfach mal mit dem Hydro-Vitamin Primer mit Hyaluron, Vitamin E, F und B5. Das ist dieses Schätzelein und da sind ganze 50 Milliliter drin. Ist für einen Primer ganz schön viel. Der kommt so, ja, so ein Zwischending zwischen Gel und Lotion, würde ich sagen. Ne? Also das ist schon fest, aber von der Konsistenz her sieht das eher gelig aus. Ja, ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass der so ein bisschen orangig riecht und das tut er auch. Ja, der zieht schön ein, macht ein recht weiches Hautgefühl und ich würde sagen, es sieht eigentlich eher gepflegt aus, ne? Als nächstes habe ich eine Foundation, die ja auch irgendwie mega im Hype war. Hydro Stay Silky Serum Foundation mit Hyaluron und Vitaminkomplex. Lichtschutzfaktor 15, das ist ein bisschen wenig. Gut, dass ich schon Lichtschutzfaktor 50 drauf habe. Hält bis zu 12 Stunden, das ist ja schon nicht schlecht, ne? Sieht so aus und das soll ja auch so eine ganz tolle Serum Foundation sein. Die 1A funktioniert. Habe ich in der Farbe 010. Okay, der Pumper ist schon mal interessant. Weil der einfach nur so ein Loch unten drin hat, ne? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also nicht Pumpe, sondern die Pipette ist das ja quasi. Und die ist wirklich auch recht flüssig, aber jetzt nicht so super flüssig, dass sie mir davon fließen würde. Das sieht sogar ein bisschen dunkel aus tatsächlich. Wow, und das ist die hellste Farbe, die es gibt. Das ist natürlich krass. Müssen wir mal schauen. So, auf der Seite habe ich die jetzt aufgetragen, auf der Seite nicht. Das sieht man schon, ne? Sie hat leicht perfektioniert, hat auch wirklich eine leichte Formulierung, hat sich schön mit der Haut verbunden, sieht auch wirklich toll aus, ne? Die gibt einen schönen Glow, betont jetzt auch keine Fältchen oder keine trockenen Stellen im Gesicht. Dann gehen wir jetzt mal weiter zum Concealer und da habe ich hier den Camu Concealer, habe ich in der Farbe 005, das ist sehr, sehr hell und ja, den verwende ich jetzt sehr dezent, weil die Foundation jetzt ja auch nicht so kabuff ist, ne? Einfach um ein bisschen unter meinen Augen zu kaschieren und vielleicht, ja nö, eigentlich geht meine Haut gerade vollkommen klar. Also ein Hoch auf die Schwangerschaftshormone, ich sag's euch. So, ich habe den jetzt auch wirklich nur ganz dezent aufgetragen. Jetzt nehme ich aber ein Schwämmchen, ist von Lovia in Kooperation mit Maxim und arbeite den Concealer einfach mal ein. Ich verwende den auch direkt als Lidschattenbase, weil ich keine von Trended Up habe. Also Camouflage finde ich den jetzt persönlich nicht. Finde ich aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht ganz so schlimm. Kann ich besser ein bisschen mehr aufbauen, als dass ich zu viel auf einmal im Gesicht hätte. Ne? Das würde mich dann auch nicht so glücklich machen. Deswegen, also die Deckkraft gefällt mir, wird seinem Namen aber ehrlich gesagt nicht wirklich gerecht. Der Concealer ist aber echt schön, weil der nicht so trocken ist. Der ist nicht so matt. Ne? Also jetzt so im ersten Eindruck, der kriegt mir nirgendwo in ein Fältchen oder so. Der betont auch nichts komisch. Also mir gefällt der. Jo. Zum Setten verwende ich dieses Rosy Touch Finish Powder. Finde ich ganz hübsch. Hat hier so eine Rose mit drin. Ja, soll das ganze Make-up auch fixieren. Ich versuche das jetzt mal unter den Augen auch, tatsächlich mit einem Schwämmchen. Mal gucken, ob das hinhaut, ne? Das mache ich ja eigentlich ganz gerne, dass ich eigentlich eher in loses Puder mit einem Schwämmchen reingehe. Oh je, aber ich glaube, ich habe hier einen Schimmer drin. Das wäre dann natürlich... Mäh. Ja, es ist ein Glitzerpuder. Och nö. Ich werde jetzt mit einem anderen Puder abpudern. Dieses Puder wird nicht bei mir bleiben. Ich weiß nicht, ob man das... Ich versuche euch das mal zu zeigen, aber das ist halt nicht leicht, ne? Dass die Kamera das aufhängt. Wenn die Sonne halt direkt jetzt drauf strahlen würde, würde man das sicherlich sehen, aber dafür ist es noch zu früh jetzt gerade bei mir im Zimmer. Da ist die Sonne noch nicht ganz rumgekommen und hier sieht man es glaube ich auch noch nicht so ganz drin, aber es glitzert. Das hat richtige Schimmerpigmente drin und das mag ich nicht. Das muss nun wirklich nicht sein. Nee. Ich nehme jetzt einfach von Catrice das Poreless Perfection Powder. Das habe ich in meinem aktuellen Schminkkit drin. Was ich mir halt mit diesem Rosy Touch Finish Powder vorstellen kann, ist, dass ich es wirklich halt nur als Finish Powder verwende. Das heißt nicht als Abpuder-Puder. Das ist so ähnlich wie das Love Aura Glow Powder oder von Hourglass gibt es ja auch diese Geschichten. Das heißt, nachdem ich mein Gesicht abgepudert habe, ne?
also gesettet habe, also nicht zum Setten verwenden, das Puder, würde ich hier nochmal vorsichtig so reingehen, abklopfen und das nochmal so ganz leicht über alles drüber geben. Also so verwende ich normalerweise nämlich ein Finish Powder. Und ja, einfach nochmal so ein bisschen Leben ins Gesicht zurückgeben, dass man nicht ganz so matt aussieht. Aber dafür hat das hier tatsächlich, und da bin ich jetzt wirklich vollkommen ehrlich, einfach viel zu viel groben Glitzer. Das kann ich euch nicht empfehlen, das möchte ich euch auch nicht empfehlen, das tue ich auch nicht. So, als nächstes verwende ich jetzt Bronzer oder eine Konturpalette, ist es ja viel mehr, dieses Face Contouring Set. Haben wir Contour, Bronzer und Highlight hier mit drin. Das Highlight ist einfach nur ein helleres Puder, das verwende ich natürlich nicht. Ich möchte jetzt einfach mal so einen Mix aus Contour und Bronzeton verwenden, um damit mein Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen, weil ich verwende eh kein Contouring-Produkt in dem Sinne, sondern halt immer so einen Mix aus beidem, um mein Gesicht ein bisschen aufzuwärmen. Entweder man liebt oder man hasst diese Palette, habe ich mal gehört. Also es gibt Leute, die die halt wirklich hart feiern. Und es gibt welche, die sagen, boah, nee, das sieht bei mir total fleckig aus. Muss ich mal gucken, wie sich das so bei mir verhält. Ich meine, dass ich die mal in einem ungeschönt Video auch verwendet habe. Ich glaube, das war sogar das erste, was Sarah, Isabelle und ich zusammen geschminkt haben. Und ich meine, dass die bei mir auch ein bisschen fleckig aussah. Ich finde es jetzt nicht verkehrt, ne? Also ich komme damit klar. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Gut, müsste man dann wahrscheinlich ein bisschen immer mehr so aufbauen. Muss ich mich halt nur selber fragen, ob ich Bock drauf habe, den immer wieder mehr aufzubauen. Vielleicht im Winter verwenden, wenn ich dann halt einfach ein bisschen heller bin und man das dann ein bisschen mehr sehen würde. Aber ich muss wirklich sagen, ich rühre halt mittlerweile auch wirklich in den beiden Produkten drin rum. Trage mir den auf, ne, um den halt auch aufzubauen. Und dann lässt sich der auch langsam aufbauen, aber wirklich nur sehr, sehr langsam. Schreibt mir mal gerne, ob ihr dieses Kit auch habt und wie ihr das so anwendet. Blushes habe ich zwei verschiedene. Und da habe ich einmal einen matten Blush, das ist der Rosy Touch Duo Blush, habe ich hier in der Farbe 010. Den habe ich mir mal geholt, als der recht neu rausgekommen ist, einfach weil ich neugierig drauf war. Der ist ein bisschen krass pigmentiert, ne? Also ich habe den eben auch nochmal geswatcht. Den Pinsel, den ich jetzt gerade für alles Mögliche verwendet habe, habe ich jetzt auch gerade nochmal sauber gemacht. Huchala! Huch, da krümmelt mir hier alles voll. Ich weiß nicht, sieht man das? Bestimmt, oder? Gucken wir mal. Wenn ich jetzt abklopfe, müsste die Kamera auffangen, dass da gerade so eine richtige Staubparty antoch ist. Wow. Und den möchte ich gerne hier auftragen. Also da brauchst du ganz offensichtlich nicht so super viel Produkt auf den Pinsel drauf knallen. Hat mich jetzt überhaupt nicht von der Socken. Also ich habe einen Blush, ja, schon, ne? Aber irgendwie finde ich den jetzt nicht so schön. Ich glaube, der passt farblich bei mir halt auch einfach nicht so super gut. Irgendwie, der lässt sich halt auch komisch ausblenden, nämlich nicht so wirklich. Und das mag ich jetzt nicht so gerne leiden. Ich finde den sehr fleckig. Gucken wir uns den anderen mal an. Das ist der Super Glow Baked Blush in der Farbe 030. Der hat auch einen Schimmer mit drin. Also das scheint so ein Ding von Trinidad-Produkten zu sein, dass die gerne Schimmer mit drin haben. Und ja, dann nehme ich auch meinen Pinsel hier. Natürlich liegt es vielleicht auch am Pinsel, dass ich besser einen Blush-Brush hätte nehmen können. Und der kommt dann hier auf meine Wange. Ja, der hat einen krassen Schimmer mit drin. Also da bräuchte man theoretisch keinen Highlighter. Wow. Gefällt mir aber um Längen besser als der Matte, muss ich sagen, weil er sich einfach schöner auftragen lässt und schöner ausblenden lässt. Ja, den mag ich lieber. Schreibt mir mal gerne, ob ihr lieber matt oder lieber glowy als Blush mögt. Kommt immer ganz drauf an, oder? Ne? Auch welchen Anlass man so hat und so. Also ich mag jetzt wirklich den Glowy Blush deutlich lieber, weil der auch viel einfacher in der Handhabung ist. Ein Highlighter habe ich hier auch am Start, und zwar den Silky Baked Highlighter. Der ist relativ neu in der Farbe 010. So ein schöner Champagnerton. Auf den bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt, wie der so wirken wird. Wow, auch da kriege ich sehr viel Produkt auf dem Pinsel. Gebe ich mir jetzt erstmal auf die matte Seite. Holla, die Waldfee. Ups. Also da musst du nur dippen, ne? Das ist krass. Das ist Hammer. Hammer, das ist krass. Oh mein Gott, ich muss den irgendwie retten. Also da kriegst du ja Angst bei, ne? Aber schön. Schon. Also wenn man es halt dezent machen würde, ne? Also theoretisch. Pinsel nehmen,
nur so reindippen und dann hier so auftragen. Ich glaube, das reicht wirklich volle Elle aus. Zumal der halt auch wirklich so eine weiße, nicht weiß, aber eine ganz, ganz helle Pigmentierung unten drunter noch mit dabei hat. Gut, hier hatte ich jetzt ja auch schon den Blush drauf, ne? Ist schon krass. Aber ich mag das. Also tatsächlich. Bisschen die Nasenspitze. Man sagt ja, dieses Glow-Gedönsen ist diesen Sommer voll in. Gönnt euch hart, Leute. Ne? Jo. Mag ich. Also das ist ein cooler Highlighter. Der hat's in sich. So. Jetzt nehme ich mir einen Augenbrauenstift und da habe ich hier den Super Slim Brow Styler in Waterproof, ist die Farbe 010. Und da haben wir einfach eine sehr dünne Mine wieder am Start, was ich sehr gut finde zum Herausdrehen. Und ja, ein Spoolie. Und damit male ich mir jetzt Augenbrauen. Das ist ein bisschen dunkel. Hilfe! Wow, also das ist sehr plakativ. Sobald ich mit diesem sehr wachsartigen Stift meine Haut berühre, schmilzt der halt direkt und gibt Farbe ab. Was viele geil finden, und wenn das meine Farbe wäre, würde ich es auch hart feiern. Trotzdem werde ich die Augenbrauen jetzt fixieren. Da habe ich jetzt von Trinit Up nichts, aber hier von iHeart Revolution mein Avocado-Augenbrauen-Gel. Und dann kommen wir jetzt endlich mal zur Lidschattenpalette. Da habe ich hier die Nude Mood Eyeshadow Collection von Trinit Up, habe ich hier in der Farbe 010. Das ist diese hier, eine ganz schöne, simple Lidschattenpalette. Da habe ich jetzt keinen hellen Settington oder sowas drin, deswegen habe ich eben auch schon das Puder auf meine Augenlider gegeben, ne? Und ja, dann machen wir jetzt hier mit einem schnellen, schönen Sommerlook. Die Töne haben jetzt hier keine Namen in der Palette, deswegen, ne, versuche ich mal die Namen zu treffen. Die Farbnamen, wie auch immer. Orange, ne? Es ist orange. Ein schönes, mattes Orange nehme ich mit einem Blendepinsel auf, gebe ich auf mein komplettes, bewegliches Lid und blende das dann auch ein bisschen nach oben hin aus. Und hier haben wir echt eine schöne, intensive Pigmentierung, muss ich sagen. Ich verdunkel das einfach mal mit dem Ton, der sich genau da oben drüber befindet. Das ist auch ein bräunlicher Ton, der leicht aschig auch mit ist, finde ich. Also ein bisschen kühler. Der kommt hier einfach in meinen Außenwinkel und den ziehe ich auch ein ganz kleines bisschen mit nach vorne in die Lidfalte. Genau den Ton, den ich mir jetzt gerade hier auch außen hingegeben habe, also diesen hier setze ich mir mit einem Point Brush an den unteren Wimpernkranz, aber nur so bis zur Hälfte. Denn in die innere Hälfte gebe ich mir einfach den Orangeton. Jetzt möchte ich mir gerne ein bisschen Schimmer auf die Augen drauf geben und da verwende ich einmal diesen wunderschönen Goldton, der hier unten ist. Den nehme ich mit so einem Smudger-Pinsel auf oder Luxe Smoky Shader heißt das hier von Zoeva. Greift der Pinsel auch ganz gut und das kommt in mein äußeres Drittel. Lässt sich schön auftragen. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ein kleines bisschen Fallout gibt es natürlich, ne? Kannst du natürlich auch einfach mit dem Finger machen, ne? Also das funktioniert ziemlich gleich gut, würde ich sagen. Und für meinen Innenwinkel, das andere, die andere Hälfte, würde ich sagen, und den Augenbrauenbogen, nehme ich die andere Seite vom Pinsel und den hellsten Ton, der sich hier in der Palette befindet. Das ist so ein schöner Champagnerton und den trage ich jetzt auch einfach mal mit dem Pinsel auf. Zwei matte Töne, zwei schimmernde Töne, zack, sieht das aus, als hättest du, weiß Gott, wie viel Aufwand in diesen Look gesteckt. Und es ist ein schöner Look. Ich mag den gerne leiden und finde den auch einfach so, ne, alltäglich tragbar. Und die Qualität der Palette hat mich auch gerade echt positiv überrascht, weil das so schnell und einfach ging, mit wenig Fallout und mit schöner Pigmentierung. Sehr empfehlenswert, diese Nude Mood Geschichte. Lange, lange Zeit mochte ich diesen Eyeliner auch unheimlich gerne, habe ich aber jetzt eine längere Zeit nicht mehr zugegriffen. Ultra Matte Eyeliner Pen Waterproof von Trinit Up, das ist dieser hier, ist ein Filz Eyeliner, war auch einer der ersten, die ich so in Anwendung hatte, glaube ich, ne? Und jo, damit werde ich mir jetzt einfach einen Eyeliner ziehen. Das ist eine schöne Mine, also eine schöne Spitze, ne? Die ist sehr lang und präzise. Gucken wir mal. Schöne Sache, oder? Also ich mag den wirklich gerne. Ja, und jetzt die andere Seite bitte ganz genau so. Ah ja, ich erinnere mich dran, warum der mir manchmal auf den Keks gegangen ist. Und zwar, wenn ich das eine Auge gemalt habe, es ist super, und dann gehe ich zum anderen und dann stockt der so, dass er quasi nicht mehr malen möchte. Aber ich habe ja ein Handtuch neben mir liegen, ne? Deswegen fussel ich damit immer darauf rum. Muss ich nur aufpassen, dass ich dann keine Fussel an den Eyeliner dran kriege. Und dann, ja, müsste das wieder funktionieren. Aber das stimmt, das ist immer ziemlich nervig bei diesen Filzviechern.
Es ist jetzt nicht perfekt, aber ich komme damit vollkommen klar. Ne? Es ist halt ein dezenter Eyeliner, den ich mir jetzt gezogen habe. Aber ich weiß jetzt einfach wieder, warum ich nicht so ultimativ auf diese Filz-Eyeliner so stehe. Aber gut, ja, ne? Hat okay was gemacht. Jetzt kommen wir zum Fixieren des Ganzen. Da habe ich das Expert Fixing Spray hier für Trended Up. Und das kannst du, glaube ich, sogar als Primer theoretisch verwenden. Ich verwende das jetzt einfach als Fixing Spray und ich habe da irgendwie eine Lücke in meiner Augenbraue. Crazy. Oh, der ist stark. Der ist stark. Das muss ich weiter weghalten hier, ne? Wow, yo. So im ersten, ne? Sprüh? Finde ich das gut. Als Mascara habe ich jetzt eine, die irgendwie auch super gelobt wird. Das ist die False Lash Boom Mascara. Halt diese pinke. Die hat ein Gummibürstchen, was so ein bisschen bananenförmig ist. Erinnert mich ein bisschen an Catrice False Lash Effect Mascara oder so heißt die, glaube ich. Und ja, die möchte ich mir jetzt einfach mal in 3 Schichten auftragen. Riecht irgendwie angenehm tatsächlich. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Leute, nichts davon wegen hier Catrice False Lash Mascara. Das erinnert mich an eine ganz andere und die zeige ich euch gleich mal eben. Ihr könnt es euch, glaube ich, schon vorstellen, an welche sie mich erinnert, oder? Haltet mal das Video an, schreibt es mal in die Kommentare. 2 Schichten sind hier ausreichend. Die Mascara muss ich ein bisschen eingrooven und so, aber sie macht krasse Wimpern und Leute, die erinnern mich an die Nabla Vigis Mascara. Aber sowas von... Was ist das denn bitte schön? Ich finde es krass. Also ja, die dritte Schicht war ein bisschen zu viel. Da musste ich auch ein bisschen versuchen, das wieder so mit der Mascara halt rauszubürsten, weil die dann doch etwas zu verklebt war. Auf der Seite hat es ein bisschen besser funktioniert. Aber Hammer! Holla die Waldfee, oder? Kannst du nichts anderes zu sagen. Die wird sowas von jetzt mehr getestet und ja, kein Wunder, dass die so sehr gehypt ist. Bislang tatsächlich auch das geilste Produkt in dem ganzen Fullface, wobei wir kommen nachher noch zum Fazit. Ui, ist das ein schöner Look. Mensch, ich strahle so richtig, ne? Krass. Okay. Lippen. Lip Liner, da habe ich hier den Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 225. Das ist so ein Rosenholz-Mauve-Ton. Ich kann Rosenholz und Mauve leider nicht auseinanderhalten. Die Lip Liner sind einfach toll, weil die sind nicht nur langanhaltend, sondern die gleiten auch so schön über die Lippen. Das ist richtig nice, capricy, aber das ist halt wirklich pink, ne? Wow, 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 das ist kein Mauve und das ist auch kein Rosenholz und das passt auch echt nicht zum Look. Aber wir gucken mal, ob der Highshine Lip Gloss das rausreißen kann und den habe ich hier in der Farbe 040. Das ist dieser hier. Das ist doch ein Rosenholz, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss mal eben kurz gucken. Ja, manche haben nämlich so ein Pinselchen hier vorne dran. Ein ganz interessanter Applikator, der kitzelt so ein bisschen auf den Lippen. Also ich sag mal so, Lip Liner und Lip Gloss passen super zusammen. Die Lippe passt jetzt nicht so super zum Augenlook. Beißt sich ein bisschen, ne? Aber es passt zum Oberteil, weil da habe ich halt auch so rosa Applikationsblütengedönsen drin. Ich finde aber, dass das hier wirklich schön aussieht. Also ich mag den Look wirklich gerne leiden. Fazit. Abgesehen von dem Finishing Powder, was leider glitzerig war, dem Blush, dem matten Blush, der mir persönlich einfach farblich nicht passte, genauso wie das Augenbrauenprodukt, finde ich, ist es echt geil. Also ich weiß auch nicht, warum ich eigentlich so wenig Trended Up Produkte bei mir habe. Wahrscheinlich, weil das Verpackungsdesign halt eher schlicht ist. Und das ist halt genau die gleiche Geschichte wie mit Manhattan, ne? Ich bin so ein Verpackungsopfer. Ich sollte weniger darauf achten, dass da irgendwo süße Boomer-Köpfe drauf sind und mehr darauf achten, dass ich halt ja ein Produkt habe, was ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und das finden wir ja immer mehr in der Drogerie und ganz offensichtlich auch bei Trended Up. Also schaut da gerne mal in der Theke vorbei. Ich finde einfach, dass mein Look heute so gut aussieht. Ich fühle es, ich finde es schön, ich strahle richtig, ne? Und es sitzt aber trotzdem, also es ist nicht speckig oder so. Und das war es dann auch hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!